Der Internationale Bund feiert in der Region Mecklenburgische Seenplatte sein 25-jähriges Bestehen. Bundesweit hat der IB 14.000 Angestellte. 350.000 Menschen profitieren von der Jugend-, Bildungs- und Sozialarbeit des Internationalen Bundes. Na, ganz allgemein ist es unser Ziel schon seit vielen Jahren, seit 1949 letztendlich schon, Menschen zu helfen, sich in Vielfalt zurechtzufinden und ein eigenständiges Leben zu führen. Und hat sich dann nach der politischen Wende, als der IB dann auch hier in die ostdeutschen Bundesländer kam, überhaupt nicht verändert. Im Gegenteil, von Anfang an, seit 1991, 92, benötigen Menschen hier unsere Hilfe und letztendlich Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Das ist unser Ziel. In der Mecklenburgischen Seenplatte ist der Internationale Bund vor allem für Kinder und Jugendliche aktiv. Engagiert sich in der Jugendsozialarbeit, betreibt Kindertagesstätten und stellt Angebote für hilfsbedürftige Kinder, junge Mütter oder unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Für den Landkreis sei der Internationale Bund ein etablierter Partner, sagt Landrat Heiko Kerger. Also der Internationale Bund ist ja seit 1992 hier in der Region vertreten und er hat unwahrscheinliche Stärken in der Betreuung von Kindergärten. Insgesamt betreut er 6 Kindergärten, bei uns im Landkreis glaube ich 5, da werden 650 Kinder betreut. Er ist tätig bei uns auch in der Schulsozialarbeit, er ist ein starker Partner im Rahmen der Wohlfahrtsverbände und ich kann mir eigentlich Neubrandenburg ohne den Internationalen Bund gar nicht mehr vorstellen, weil er gehört zur Region, er nimmt wichtige Aufgaben wahr, auch im Rahmen der Hilfe zur Erziehung. Also deshalb kann ich mich nur bei allen Mitarbeitern bedanken für das, was sie für unsere Region leisten. Flaggschiff des IB in der Seenplatte sei sicher die kooperative Gesamtschule Stella, so der Landrat. Einst mit 30 Schülern gestartet, werden hier heute über 400 Kinder beschult. 2012 wechselte die Montessori-Schule in den Neubau am heute angestammten Platz im Neubrandenburger Jahrenviertel. Die Nachfrage ist groß. In diesem Jahr musste man sich zum Schulanfang einer Warteliste bedienen. Nun ist ein Anbau in Planung. Eins von vielen neuen Projekten innerhalb der nächsten 25 Jahre.